tolle Stimmung beim Regionalliga-Spitzenspiel der Sportfreunde Lotte gegen Alemannia Aachen. Die Lotter in den weißen Trikots, Tabellenzweiter Verfolger von Fortuna Köln. Und die Alemannia mit der ersten großen Möglichkeit, die Deckern Torwart 1:0 für Aachen durch den Kopfballtreffer von Markus Hoffmann, der aus Leipzig gekommen war. Aber er verletzte sich in dieser Szene am Kopf, genauso wie sein Gegenspieler, der ausgewechselt werden musste. Fabian Montabell konnte nicht weitermachen. Und auch ein Freistoß führte zum 1:1 kurz vor der Pause. Gerrit Nauber, der Torschütze, die Flanke, der Pass, der Freistoß wurde hereingeschlagen von Marco Hansmann. So stand es also zur Pause 1:1. Etwas schmeichelhaft für die Lotter, denn die Aachener waren in Durchgang 1 phasenweise die bessere Mannschaft. In Durchgang 2 änderte sich dann etwas, denn Lotte machte das Spiel und Aachen stellte sich sehr weit hinten rein, machte das aber sehr geschickt. Die Aachener, karnevalistisch angehaucht natürlich, ging es in Hälfte 2 hinein und die beste Möglichkeit für Lotte durch diesen Freistoß von Chapur Sade, sehr gut gehalten von Frederik Löhe. So blieb es am Ende beim insgesamt leistungsgerechten 1:1. Damit verliert Lotte etwas an Boden gegenüber Fortuna Köln, die nun 7 Punkte vor Lotte stehen.